Hallo und herzlich willkommen zu 5 vor 12 um 5 nach 12. Nein, Quatsch. Hallo und herzlich willkommen zu Warframe. Als allererstes, tut mir leid, dass letzte Woche keine Folgen kamen. Ich habe sogar versprochen, dass ich mit der Quest weitermachen wollte. Ich hatte nicht die Zeit dafür und ich habe immer noch nicht die Zeit dafür, denn ich bin noch gerade in der Prüfungsphase der Uni. Ab nächster Woche mache ich die Quest, versprochen. Ich nehme mir mal Zeit für, werde es vorbereiten und dann schaffen wir die hoffentlich auch. Denn dann habe ich keine Prüfung mehr. Die letzte Prüfung wird nächste Woche Dienstag sein. Ihr könnt mir gerne Glück wünschen. Wie auch immer, heute und Samstag kommen wieder Folgen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Als erstes gucken wir uns hier mal das Dings hier an, was fertig sein müsste. Das Taxon. Ich glaube, Taxon mitzunehmen beim Inaros ist ultra sinnlos, weil, wenn ich mich richtig erinnere, Taxon hier müsste hier sein, oder? Ja. Taxon, Standardverhaltensweise steht euch Taxon mit Schildwiederherstellung zur Seite. Ich hoffe, ihr versteht selber, warum ich das nicht mitnehmen werde. Wir werden es demnächst mal ausprobieren mit dem Rhino. Oder mit dem Mac vielleicht. Aber mit dem, ja, es bringt halt gar nichts bei jemandem, der kein Schild hat. Dennoch, oder deshalb, Carrier weiterhin. Wir gehen in den Mars, wollen jetzt einfach wieder, wie in den letzten Folgen auch, ein paar Brücken weitermachen. Ceresbrücke ist dran, Besiegel dran, hat Wissengrenier ist dran. Dafür müssen wir jetzt einfach irgendwas machen. Ja, machen wir. Nee, befallen. Befallen ist natürlich dumm. Nee, befallen machen wir nicht. Wir müssen irgendeine normale Mission machen. Ja, machen wir einfach hier normale mobile Verteidigung. Wir müssen einfach nur Grenier halt nehmen. Und da wir ja keine Befallenen töten müssen, sondern halt Greniersoldaten. Dafür denke ich. Ja, hier spawnen halt so viele, dass es eigentlich die richtige Idee sein sollte, in diese Mission zu gehen. Fliegen wir dahin. Ist halt echt schon krass so, wenn du dahin fliegst, dann siehst du, wie riesig das Schiff ist. Und wenn du durchläufst, sind das so 10 Räume. Das ist schon unrealistisch hier, ja. Was liegt denn hier? Ach so, richtig. Das gehört dazu und wieder Verteidigung dazu. I remember. So. Ja, ich kann ja auch keine Waffe mehr benutzen. Ich erinnere mich wieder. Hä, wir haben doch... Nee, Ausgrabung war letzte Mal. Ah, my bad. Ja, mobile Verteidigung. Auch nicht schlecht. Sind das überhaupt Wissensoldaten hier? Wenn nicht, dann bringt das ja auch nichts. Nee, sind's nicht. Dann bringt das... Nee, dann ist das sinnlos. Wir brechen nochmal ab. Brechen nochmal ab. Ich dachte irgendwie, das wäre quasi nochmal dieselbe Mission wie letzte Mal. Die Abfangmission. Nicht Abfang, Ausgrabung. Hier, Ausgrabung. Jetzt haben wir's. In die wollen wir reingehen. Da müssten jetzt... das könnte sogar wirklich exakt dieselbe sein, nur halt jetzt ohne Void. Void-Dings-Dabums. Das müssten jetzt hier normale, oder halt eben nicht normale Wüstengrenier sein. Ich hoffe, ihr hört die Maus nicht, aber es kann gut sein, da ich gestern Wasser über meinen Schreibtisch gegossen habe und deshalb habe ich kein Mauspad zurzeit. Könnte also sein, dass ihr das Schaben hier hört. I hope not, but I expect yes. Kann auch, ob man das so sagt. Okay. Ja. Boah. Tot. Tot. Komme ich da eigentlich auch hoch? Wo der runtergesprungen ist? Sieht der gerade eigentlich ziemlich gut danach aus. Komme ich offensichtlich. Aber natürlich sind hier keine Gegner. Toll. Komme ich da... Ach, das wäre so geil, wenn man da reinkäme. So ein schwieriger Raum zu erreichen. Also... Ich war hier jedenfalls noch nicht drin, noch nie, und dann ist es für mich ein schwieriger Raum. Und trotzdem gibt es einfach fast kein Loot. Das ist nicht cool. Huh. Ich glaube, die ganze Mission hier oben lang. Nee, das funktioniert nicht. Kann ich leider nicht abziehen, weil mir dann irgendwann die Leben ausgehen werden wahrscheinlich. Kommen da jetzt noch Gegner? Das war jetzt nicht der intelligenteste Jump von mir bisher.
Der wäre doch eh nicht angekommen, oder? Wäre hier hochgekommen? Ich hätte es mal ausholen müssen. Oh, ich will das echt üben. Das zu treffen wäre so geil. Und wenn man nach so einem Schuss sich dann nochmal eine Außenkamera angucken könnte, das wäre so nice. Sowas wie bei Superhot. Kennt ihr dieses Spiel? Das hatte halt diese Idee, du spielst einen Shooter. Wie komm ich da rein? Das hatte die Idee, dass du einen Shooter spielst und du spielst halt quasi in Zeitlupe. Also es passt, beziehungsweise es ist die gesamte Zeit, dieses Spiel pausiert, bis du. Ja, demnächst. Bis du dich halt bewegst. Dann geht das Spiel kurz weiter und du musst genau planen, was du machst, weil du hast keine übermenschlichen Kräfte, du bist von einem Schuss tot, etc. Und am Ende der Mission, wenn du es halt geschafft hast, durchzukommen, dann siehst du das Ganze nochmal in normaler Bewegung. Und das wäre halt auch episch so. Also nur halt ein bisschen anders, aber in die Weise angepasst. Ich hoffe, ihr habt verstanden. Mann, ich komme noch nicht hoch. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich sagen wollte. Ich selber habe es, glaube ich, nicht verstanden. Okay, von hier komme ich nicht rein. Ich will. Nein! Mann, ich bin so schlecht. Ich will in dieses Gehege da, oder was auch immer das war. Das ist auch wieder nur ein Lootraum, oder? Ja. Upsi. Da unten will ich rein. Sieht aber nicht so aus, als ob es irgendeinen Eingang gäbe. Finde ich nicht fair. Lol. Warum wird der Countdown da oder. Oh, ich habe mich kurz erschreckt. Warum wird dieses Piep-Piep-Piep nicht leiser, wenn ich weglaufe? Das ist doch nicht realistisch. Gut, es ist jetzt kein Enemy Fire, aber trotzdem nicht cool. So. Energie sammeln. Da hinten lag noch irgendwas rum. Die kommen aus allen Ecken gekrochen, wenn du hier mal so ein Ding aufstellst. Ich dachte irgendwie, ich hätte noch die Pistole, sorry. Hey! Hau ab. So, Energie haben wir ja gerade tatsächlich ein bisschen. Und hier kommt sogar noch was angelaufen. Sehr nice. Zack. Braucht man Kryotech für irgendwas? Ich glaube, ich habe es schon mal gefragt. Aber ich habe das, glaube ich, noch nie benötigt, weshalb sich die Frage für mich irgendwie nie richtig beantwortet hat. Obwohl wahrscheinlich jemand geantwortet hat. Brauchte man das für irgendwas? Wahrscheinlich irgendwas Sinnloses herstellen, oder? Also irgendwie, ich finde halt, du gehst die ganze Zeit Kryotech abfarmen und ich erkenne halt den Sinn nicht. Weil man braucht es ja nie. Es wäre doch viel cooler, wenn man hier tatsächlich. Also irgendwas abfarmen würde, was man braucht, so. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was man unbedingt braucht, aber zum Beispiel, keine Ahnung, ja. Oder dass man Kryotik halt einfach braucht. Das wäre auch ganz hilfreich. Dass du einfach mit Kryotik irgendwas herstellen kannst, was du die ganze Zeit brauchen könntest. Zum Beispiel ein Lifeport oder so. Das brauchst du jetzt nicht, aber. Halt irgendwas, was halt nicht wirklich spielentscheidend ist, aber schon cool, wenn man es hat. Sodass es sich lohnt, diese Mission hier zu machen. Weil irgendwie, die macht man doch auch. Keine Ahnung, warum man die eigentlich macht. Warum macht man denn bitte Ausgrabungsmissionen? Also in unserem Fall natürlich jetzt, weil wir bestimmte Gegnertypen töten müssen. Aber wie oft ist das schon der Fall? Hä? Da lang. Wie oft ist das schon der Fall? Und dann stehen die doch einfach nur so dumm rum. Also, Frage an euch. Was kann man mit Krotik machen, dass es irgendwie sinnvoll wird? Oder dass es am Ende vielleicht, dass man das verkaufen kann, am Ende. An den Händler oder so. Oder, dass während man diese Mission macht, nach einer random Zeit, ein Händler kommt und der gibt dir dann für alles, was du bisher gesammelt hast, ein Krotik. Geld. Und dann kannst du halt hoffen, also dann verkaufst du es halt entweder
Oder du hoffst, dass du noch lange genug überlebst, bis der nächste Händler nach einer random Zeit kommt und dann random viel Geld bringt. Und es könnte dann sein, dass er mehr Geld bringt, aber es könnte auch sein, dass er weniger bringt. Das wäre doch dann halt auch noch irgendeine Interaktion, die das cool macht, so. Und halt auch irgendwie sinnvoll, warum man das überhaupt machen sollte, dieses Ausgrabungszeug. Oh, ich habe gerade zwei geöffnet, oder wie? Das war ja nicht durchdacht. Ich dachte irgendwie... Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich C geöffnet habe. Ich erinnere mich nur an B. Shit. Hey, komm. Und aufladen. Und aufladen. Hey, ganz entspannt angehen, ja? Upsi. Keine voreiligen Schlüsse ziehen. Und auf keinen Fall das Ding angreifen. No, B wird auch angegriffen. Ja, ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig verteidigen. Ist nicht drin. Ich lasse B jetzt einfach fallen. Ist mir eigentlich auch relativ egal. Obwohl, er wird nur von einem einzigen angegriffen. So wenig wie Schaden, wie er bekommt. So, er kriegt zwar immer noch keine Energie. Aber darum kann ich mich später kümmern. So. Bisschen aufräumen. Hey, jetzt hör doch mal auf, die anzugreifen. Die können gar nichts dafür, dass sie hier gespawnt sind. Wo spawnen die eigentlich her? Das machte man. Für die Creditkisten macht man das, oder? Für die Kisten. Trotzdem, nevertheless, finde ich meine Ideen ja trotzdem gut und man kann die ja trotzdem einbauen. Nur, dass es eine... Okay, diese Kisten sind schon eine coole Interaktion. Okay, die reichen eigentlich schon als Grund. Aber es wäre trotzdem cool, meine Ideen einzubauen, meiner Meinung nach. Was sind meine Ideen, dass man eigentlich immer dafür, oder? Hey, hör auf. Wenn das Ding halt noch einen Schuss abbekommt, ist es tot. Unlucky. Schön beruhigen, meine Lieben. Alle beruhigen. Von hinten spawnen die diesmal nicht. Das ist eigentlich ultra easy dann zu verteidigen. Gut, ich habe es natürlich jetzt verkackt zu verteidigen, aber theoretisch ist es easy. Versteht, was ich meine, oder? Oh, Drecks... Einfach mal treffen, wirklich. Irgendwann mache ich so einen Bogenschießübungstest. Alter, ich treffe halt gar nichts. Das ist halt so traurig. Das anzugucken, wirklich. Das ist ja... Tut mir schon leid für euch, so ein bisschen. Also eigentlich schon, ja doch. Tut mir schon leid. Hui, Energie. Hau ab. Mein Krotik, ihr Opfer, alles meins. Alles mein Schatz. Ich war das nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Ich frage mich halt persönlich einfach nur, wie viel haben wir jetzt schon getötet und wie viel müssen wir noch töten. Es wäre super undumm. Also es ist super undumm, Alter. Alter, was ist denn das für ein Wort? Ey, das ist voll undumm von dir, was du da machst. Was los bei dir, ey? Oh geil, wir haben einen Bronzemod bekommen. Was hätte es Besseres geben können für mich? Okay, ich will so einen Energietupel einsammeln. Und dann gehen wir... Oh lol, Bombardier einfach so tanky. Und dann gehen wir weiter. Wo ist denn das Ding? Da. Hey, jetzt hör doch mal auf hier. Beruhig dich. Kann man wieder ein bisschen wieder Leben laden. Das war ja fast nichts, was ich da bekomme. Okay, ein bisschen mehr Leben laden. So, jetzt geht's. Also, da habe ich ja mal wieder richtig viel Funky-Zeugs hier gesammelt. 83. Huh, da habe ich mich aber selbst übertroffen.
Ja, jetzt hört er mal auf. So. Ich würde sagen, wir machen noch einen. Und dann sollten wir eigentlich genug Gegner haben. Wahrscheinlich haben wir jetzt schon genug. Warte, wir können ja gucken, oder? 148 haben wir getötet. Sagen wir, die Hälfte davon waren. Ja, doch, das reicht. Wir gehen raus. Wir gehen raus, das reicht. Safe Call. Wenn das nicht reicht, dann. Ja, das reicht, das reicht. Wenn man sich das einfach mal überlegt, dann kommt man darauf, dass es reicht, weil uns haben 70 gefehlt. Hier sind quasi nur Wüstensoldaten. Wie soll das nicht reichen? So. Der Hall. Hui. Was ist das denn hier für ein leeres Feldquatschzeug? Dass ich. Wozu die Extraction einfach so behindert weit weg machen? Hier ist einfach nichts los. Man muss einfach nur durch leere Welten laufen. Langweilig, Boys. Das verzögert halt das Ende schon behindert. Also es ist doch super unnötig. Ja, dann sind wir da jetzt auch mal da. Nach 17 Minuten durch den Mars laufen. Das muss doch nicht sein. Morphide zum Beispiel könnten. So, jetzt habe ich 300 Krotik, ja? Also, ihr versteht schon, was ich meine, oder? Was soll ich damit? 50 Endo gesammelt. Juhu. Wir gucken mal kurz, wie viel ich. Also, ich glaube, so viel Krotik insgesamt dürfte ich noch gar nicht haben. Zwei Tennocon 2070 Tickets are now on sale. Warframe.com/Tennocon. Go, go, go! Ja, da würde ich sagen, da gehen wir hin, oder? Was soll ich gucken? Hier, Ausstattung. Inventar. Kryotik? Wo ist denn das? Nope. Ne. Verschiedenes? Ver Na, Ressourcen, ja. 4.868. Es ist unverkäuflich. Was soll ich damit? Was soll ich mit unverkäuflichen 5.000 Kryotikstücken? Und 62.000 Ferrit. Damit weiß ich, dass man hin und wieder was herstellen muss. Aber trotzdem. 700 Steuermodule. 100 Void-Spuren. Das kann ich ja echt mal benutzen. Bisschen Pflanzenzeug für die Quest, die ich immer noch nicht gemacht habe, weil ich erst Level up werden muss. Ich glaube, ich muss Level 7 oder 9 oder so sein. Irgendwas in der Richtung. Um die Drecks-Pflanzen-Quest zu machen. Schade eigentlich. Ich hatte gehofft, dass ich alle Quests machen könnte, ohne leveln zu müssen. Omega-Isotope. Nur drei neurale Sensoren. 157.000. Krass, dass wir so ein großes Inventar haben. Gut, dass wir das nicht alles in den Rucksack tragen müssen. Ja. Geht alle hin, ja. Warframe.com/Tennocon. Das ist der Shit. So. Machen wir noch die Ceresbrücke hier. Bist du jetzt da, oder? Ja, schön. Zum Glück sagt er uns nicht, wie viel zu viel wir gemacht haben. Dann wüsste ich jetzt, wie viel Zeit da drauf gegangen ist, sinnlos. Bedrohliche Musik. So, wird uns beleidigen wie der andere, oder? Nur die Heiligen können passieren. Ungläubige werden vernichtet. Ich will den mir wenigstens mal von der Nähe angucken, bevor ich ihn wieder töte. Du siehst jetzt auch nicht so sonderlich spannend aus. Okay. Das schaue ich raus. Ich erschieße ihn einfach. Fickt euch! Was? Ich wurde vergiftet. Der Asi hat mich vergiftet. Okay. Die Brücken werden langsam nicht mehr trivial. Der war
Der war gar nicht mehr so super einfach wie die letzten. Der war kein One-Shot mehr. Krass. Gut, es ist auch mit der schlechteren Bogen und so weiter gewesen, aber trotzdem. Ich bin überrascht. Bumm. Brücken surfen ist halt immer noch geil. Also es sieht halt einfach immer noch nice aus. Und eine schöne Vulka-Blaupause. Die haben wir, glaube ich, sogar schon mal gelevelt, oder? Die habe ich safe schon mal gespielt. Gut, sagen wir 80%. Hier müssen wir tatsächlich ein bisschen mehr spielen. Hier habe ich fast nichts freigeschaltet bisher überhaupt. Ich glaube, ich war quasi noch nie auf dem Ceres. So, ich habe den Endgegner damals gemacht. Mit Hilfe, um alle Planeten freizuschalten. Mehr habe ich nie gemacht. Ceres, komplett neu für mich. Wir gucken jetzt hier noch ganz... Was wollten wir noch kurz gucken? Ich weiß überhaupt nicht, was ich gucken wollte. Bin auch richtig durch gerade, oder? Ja, keine Ahnung, was ich gucken wollte. Egal. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und bis dann.